Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Silver Case. Beim letzten Mal haben wir noch mal ein bisschen was von dem, was wir im fünften Fall so herausgefunden haben. Naja, ein bisschen erklärt bekommen. Ich habe auf jeden Fall einiges mehr nochmal verstanden und kann das nochmal ein bisschen mehr wertschätzen, was die ganzen Twists angeht, die da plötzlich in unser Gesicht geworfen wurden. Und finde das insgesamt alles ziemlich cool. Und hier haben wir jetzt, ja, ich wollte jetzt eigentlich sagen den sechsten Fall, aber nein, scheinbar haben wir jetzt Fall-Ausrufezeichen. Ja. Vielleicht ist es also schon so eine Art Epilog jetzt quasi. Ich habe mich nämlich sowieso schon gefragt, was jetzt noch kommen soll, denn es wirkt ja eigentlich alles ziemlich abgeschlossen. Also nicht abgeschlossen, aber so, als könnte es nicht mehr viel kommen. Sagen wir es einfach mal so. Hallo? Was mache ich hier? Was machen wir hier? Ach, da hinten will ich hier anscheinend, okay. Nehmen wir Platz. Ah, Xabi. Der Einzige, der noch irgendwie bei Verstand geblieben ist und auf unserer Seite und alles davon. Unlebendig, das kommt noch dazu. Hey, sorry about calling you out of nowhere. How you been doing? Things going okay? Huh? Sounds like I'm interrogating you. Sorry, sorry it's hard to break. Well, it's nothing special. It's just, you know, I want to see how you're doing. I don't worry about it. The coffee is really good. Hey lady, bring over some more chocolate sausages. Chocolate sausages? Was? The chocolate they serve here is imported from Burdett. They're famous for it. Totally different from the crap you can just get anywhere. Yeah, this is my shit. Anyway, some of you in jail. Ah, that's unfortunate. Okay, ich war mir gar nicht sicher, ob er jetzt im Gefängnis ist oder nur rausgerufen wurde, aber ja, dachte ich mir, ja. But you seem well on your way. Doing really well on these assignments. I guess it's about time, right? For the truth to be known. But even truth isn't that big of a deal. Don't expect much from it. Like your sister being abducted by aliens. Or that old guy smoking over there turning out to be your father. It's nothing nearly as dramatic. Das erinnert mich direkt ein bisschen an das Ende von No More Heroes tatsächlich. Wo wir auch plötzlich aus dem Nichts irgendwelche Twists ins Gesicht geworfen bekommen haben. Wo dann einfach nur die Frage irgendwie auch übrig geblieben ist. Ist es wirklich relevant? Ist nicht irgendwie scheißegal? Just don't expect too much of it. Aber gut, solche großen Twists bekomme ich wohl leider jetzt nicht, ha? Huh? This is the truth regarding the Silver Case. Kamui Ohara killed some old folks. That's the Silver Case. But that's not even the truth. At least, it's not accurate. I didn't kill Kamui. I killed the old man. Oh, and then? Kamui was killed by the old man. Hä, danach? In der Reihenfolge? He'd become a plaything to the old man. The eyes have been gouged out of the dead body. Kamui's eyes were gone. Silver eyes. Kamui Ohara was no hitman. He was your average civilian. Except for one thing. Das ist ungefähr genau das Gegenteil von allem, was ich gerade in Morishimas Kapitel gehört habe. His eyes were silver. And do you know why? Was ageless and immortal. Can you believe that? It's ridiculous, right? I don't believe it either. Who would make up some dumb shit like that? I'm right, I mean that's what you'd think, right? But that's what the Silver Case was. We were tricked. This Kamui, who do you think he was? The guy with the silver eyes. I watched those old men fight over Kamui's eyes right before my own. A bunch of old men brawling. Was hilarious. Also wollten die unbedingt seine silbernen Augen haben, oder wie? They went for weak spots. Shoving the fingers into each other's nostrils and asses. And asses? Ah, oh, sorry. We shouldn't talk about this over food. Ja, richtig. Was zur Hölle? So, dann ist das wie ein Kämpf für gewöhnlich, wenn man ein alter weißer Mann ist. So ist das also. Okay, I see, I see. There was only one left. Ich weiß, ihr seid keine weißen Männer natürlich, aber... It's okay, it's okay. Of the old guys. He got out his own eyes and put Kamui's eyes in an... It was gruesome. Das klingt echt nach altes Somnium Files halt. Feels sick even just talking about it now. But I couldn't believe it. In an instant, he was young again. The old man caught on to me. Am I 229 and... Oh, I gave that 229 to Sumio. Well, anyway... After that, I aimed at his forehead. He just laughed. I laughed too. I shot him twice. Game over, man.
still was magnificent, gleaming in the light. If you'd been a woman, I'd have felt bad. Silver eyes. Certain man owns them now. Hey Toasty, who do you see in front of you? Psych, it's not me. I had no idea at the time about eternal youth and immortality. If I had, I would have made sure to kill that fucker. I'll forget that face. Actually, whenever I see him. It's Hajisuka. Also der Vater von ihr, ne? Hachizuru, ja, dachte ich mir jetzt. It's Mayor Kaoru Hajisuka. The current mayor of the 24 Wards. Our despot. Achso, Großvater, Großvater. Nicht Vater. His real name is Ominosuke Hajisuka. That whole father bit is a lie. Ach so, also hatte ich es nicht falsch in Erinnerung, sondern es war eine Lüge. That creeper regained his youth from the silver eyes. Ach, ja, klar, ergibt Sinn, ergibt Sinn. Also, ergibt Sinn, ist jetzt fragwürdig, aber, meinetwegen. Killed his own son. Has been using his son's identity. Also, ich weiß gar nicht, ob, du hast behauptet, dass es kein so großer Twist sein wird wie, meine Schwester wurde von Aliens entführt oder so. Aber, ich finde schon, ich finde, das kommt da ganz gut dran. Killed his own son and has been using his son's identity. Ja, klar. That fuck thing is pure evil. Ach, und deswegen hatte, das waren die Gedanken, in Kapitel 2 war das, ne? Wo Shizuka irgendwas meinte von wegen, ja, wegen ihres Vaters. Wahrscheinlich hat das irgendwie irgendwas damit zu tun. Und get this. Shizuru and that reporter are siblings. Wow, also, die Typs werden echt krasser als nur, der Typ da drüben ist sein Vater, finde ich. What a waste. Using your own grandchildren like toys. Well, let's take our time to get rid of them. It'll be a new age soon. Ich will den Reporter nicht loswerden. Er ist nett. Aren't we lucky? We're born at the age so that we can witness such a wonderful moment. It's fucking awesome. And so, I have a favor to ask. It's important. It'll affect you from here on out. It's a very delicate problem. All truths are concealed here. Toasty? Lend me 50,000 yen! Ist das jetzt, was du mir sagen willst? The end. Oh wow, das war's auch schon. Okay, das ging wirklich schnell. Oh Gott, was mache ich mit dieser Folge? Scheiße. Wobei, nee, auf der Reporter-Seite sollte ja auch noch irgendwas dazukommen. Stand ja zumindest da, dass da auch noch ein Kapitel dazu kommt. Also alles in bester Ordnung. Kommst du aus dem Credits? Ja, scheinbar. Sehr interessant präsentierte Credits auch direkt, die ich auch gar nicht lesen kann. Was natürlich schade ist, aber nehme ich einfach mal so an. Soll ich jetzt noch was sagen oder soll ich mir das aufheben? Ich weiß nicht, was jetzt noch kommt halt, ne? Ich meine, das war ein wirklich, wirklich winziger Epilog. Jetzt hätte man, finde ich, auch jetzt noch ins letzte Kapitel mit reinpacken können am Ende. Ja, wobei, vielleicht brauche ich halt dazwischen das vom Reporter irgendwie ein bisschen, ne? Also, sonst hätte ich hier wahrscheinlich nicht so wirklich durchgeblickt durch den ganzen Plan mit Kamui und so. Wobei es sowieso total interessant ist, die beiden Perspektive zu haben. Und das jetzt nochmal von ihm gehört zu haben über den Reporter. Und dass wir ihn jetzt loswerden sollten. Man, warum? Er hat sich entschieden, sich umzubringen extra. Und will jetzt einfach nur abseits der 24 Wards irgendwo leben, wo auch immer genau. Ach, vielleicht ist er deswegen jetzt auch am Ende so geflüchtet, ne? Deswegen stand das vielleicht in dem Brief vom Barkeeper drin, von wegen, mach die Tür zu und dann renn so schnell du kannst, bla bla bla. Irgendwie so. Genau. Ja, wir erfahren gleich schon noch, was mit ihm passiert ist, denke ich mal, in seinem Epilog. Ja, ich sag trotzdem schon mal. Unfassbar interessantes Spiel. Anders kann ich es nicht beschreiben. Ich habe vieles mit Sicherheit nicht verstanden. Aber ich liebe die Art der Inszenierung auf verschiedenen Ebenen. Also sowohl einfach die Inszenierung der Kapitel an sich, dass die immer mit diesen Fenstern und so dargestellt wurden, dass man sich da viel einfallen lassen hat. Verschiedene Sachen, auch mit den halt, ja, meistens halt Standbilder, aber manchmal ja, animierte Sequenzen, kurze, manchmal Echtweltaufnahmen, vor allem diese eine kleine Reportage über Kamui quasi, die ich besonders cool fand, die besonders lang ging. Also hat man sich schon einiges einfallen lassen, um das irgendwie zu inszenieren. Und gleichzeitig aber auch diese Aufteilung mit den zwei verschiedenen Storylines, die parallel zueinander stattfinden.
wo man die Hauptstoryline quasi hat. Also ich würde das jetzt als Hauptstoryline jedenfalls bezeichnen, die, diese Kapitel hier, die einfach fucking verwirrend sind. Wo man diesen stummen Protagonisten spielt, wo alles sehr, ja, relativ, ich will nicht sagen kaltig, weil die Charaktere um einen herum sind ja schon ein bunter Haufen, würde ich mal behaupten, ne? Aber trotzdem geht es halt sehr schnell voran, es passiert sehr viel auf einmal immer und man versteht relativ wenig, also ich verstehe jedenfalls relativ wenig. Und dann hat man die Seite von Morishima, vom Reporter, die alles nochmal ein bisschen erklärt, teilweise auch eigene Sachen noch reinbringt ein bisschen. Und vor allem ein bisschen persönlicher sich auf jeden Fall anfühlt dann doch noch mit ihm auf jeden Fall, mit seiner ganzen Story rund um ja, ihn und Erika und seiner Schildkröte. Das fand ich immer sehr sympathisch und das ist sehr interessant, diese Story aus mehreren Perspektiven irgendwie so ein bisschen zu haben. Und viele Sachen sind auch irgendwie ein bisschen offen geblieben. Also, wo man jetzt keine hundertprozentige Bestätigung hat, ist das wirklich so? Genau, von wegen, was sind Fakten und was ist die Wahrheit? Das war ja auch ein wichtiges Thema irgendwie so im Hintergrund ein bisschen, ne? Und das wissen wir jetzt halt nicht. Wir wissen nicht wirklich, was jetzt richtige Fakten sind, was die richtige Wahrheit ist. Wir wissen ja auch schon, dass viele Dokumente und so gefälscht wurden und dass es diese, deswegen, dass die Fraktionen eigentlich irgendwie alle zusammengehören und bla. Und dass viele Sachen einfach komplett gelogen sind. Also warum wissen, wir können ja jetzt nicht wissen, ob die Sachen, die wir jetzt wissen, die wir jetzt als Wahrheit erklärt bekommen haben, ob die jetzt die wahre Wahrheit sind oder ob da noch mehr hinterstecken, dass auch noch eine Lüge in der Lüge ist. Das ist alles sehr, sehr cool gemacht, finde ich. Und wir haben noch ein bisschen was hier, eine kleine After-Credit-Scene. Kasabi, we've got a problem. Huh? What is it? And what are you doing here? Return the scene as soon as possible. What? What the hell is that? Is it? Kasabi. It's Kamui. Kamui? Kamui's right here, retard. So what the fuck are you doing here? Sorry for not contacting you earlier. This isn't the time for apologies. Miyajisuka has been... Kamui again. Oh wow, and at a time like this. Come quickly. Come quickly, please. Wait a sec. Then who's Kamui? You'll understand once you get there. Thanks. What a long ass fucking journey. Hey Toasty, I'm sure we'll meet again. Also bin ich gar nicht Kamui diesmal. Ich wurde verarscht. Alles Betrug. Es hat gar nichts gemacht, wenn er mich umgebracht hätte. Also wenn Morishima mich umgebracht hätte. War der Falsche. Who the fuck is Toasty? Keine Ahnung. To be continued? Fragezeichen. Ja, es gibt ja noch The Silver Case 25th Ward, was wir auf jeden Fall noch spielen werden. Nicht direkt hier nach. Da kommt noch ein bisschen was dazwischen, aber da gehe ich dann am Ende der Folge direkt drauf ein. Ich denke mal, dass das die letzte sein wird auf jeden Fall, aber das sage ich dann trotzdem ganz am Ende. Oder kommt jetzt nochmal? Ah, es kommen nochmal Credits. Von der HD-Version. In Ordnung. Ja, okay, dann waren wir anscheinend jetzt nicht Kamui, vielleicht? Scheinbar? Keine Ahnung. Also wir waren schon Kamui, wir waren schon einer von diesen vielen Kamuis, aber wir waren jetzt nicht der nächste Kamui, wie es ursprünglich geplant war anscheinend. Und der Bürgermeister wurde umgebracht. Was vielleicht nicht verkehrt ist unbedingt, wenn, nachdem was wir jetzt so über ihn erfahren haben, was einiges ist. Ja, keine Ahnung, ob das, inwiefern das dann jetzt in 25th Ward fortgesetzt wird. Kann ich jetzt doch vielleicht kurz darauf eingehen. Also das wird jetzt wohl offensichtlich um eine neue Ward gehen. Ich glaube, es gibt ja jetzt gerade 24 Wards, also wird es dann da noch die 25. geben. Die wird wohl neu dazukommen noch. Und ja, keine Ahnung, worum es dann da genau gehen wird. Aber es wird wohl anscheinend relativ direkt damit fortgesetzt dann, ne? Es gibt einen neuen Kamui und mit dem geht dann irgendwas ab. Genau. Auch wenn ich sehr gespannt bin, inwiefern... Was? Swery? A special thanks an Swery! Das ist interessant. Das ist sehr, sehr cool. Also das ist ja der von der Deadly Premonition und die Four und The Missing gemacht hat, die ich alle Let's Played habe. Netter Typ, der auch komisch im Kopf ist. Auf eine andere Art und Weise, auf eine ganz, ganz andere Art und Weise. Weiß gar nicht, wieso der jetzt hier in den Special Thanks war, aber ich nehme das einfach mal so an. Ja. Aber jedenfalls, ja, weiß halt nicht, was dafür Mysterien noch groß aufgedeckt werden sollen, weil ich habe das Gefühl, wir wissen jetzt alles Große, was dahinter steckt, aber ja, da wird er sich wohl noch irgendwas ausgedacht haben. Irgendwas. Ich weiß noch nicht was. Bin dann sehr gespannt, ob es auch... Also es wird sehr sicher noch zumindest mit diesen Fenstern arbeiten, das weiß ich. Das habe ich schon mal gesehen auf jeden Fall. Ich bin sehr gespannt, ob es dann auch wieder verschiedene, zwei verschiedene Storylines gibt, die irgendwie ineinander greifen und wie das da gemacht wird. Da bin ich dann mal sehr gespannt drauf. Aber vorher werden wir noch
auf jeden Fall Killer 7 spielen. Ich glaube, damit mache ich jetzt dieses weiter. Direkt im Anschluss jetzt. Also nicht direkt im Anschluss. Ich glaube, ich mache ein bisschen Pause kurz, weil jetzt erstmal Nier rauskommt. Ich möchte erstmal Nier ganz kurz spielen. Ganz kurz. Das Remake. Oder Remaster oder was auch immer. Und danach werden wir dann wahrscheinlich Killer 7 spielen. Und danach dann noch Flower, Sun and Rain. Was ja auch ein Spiel ist, was hier ganz am Anfang irgendwie kurz genamedroppt wurde aus irgendeinem Grund. Weiß nicht, ob das irgendeine Relevanz hatte. Hab mal danach gegoogelt. Anscheinend ist das kein Sprichwort oder so. Also von daher wäre das wohl ein Namedrop des Spiels gewesen sein. Irgendwie, keine Ahnung. Ja, und danach werden wir dann 25th Ward spielen. Wurde mir so empfohlen in der Reihenfolge. Vor allem mit Flower, Sun and Rain, weil das dann nochmal ein bisschen Bezug drauf genommen werden soll in 25th Ward anscheinend. In welcher Form auch immer genau. Na gut, der Epilog von ihm, wobei hier Report 6 einfach nur steht, nicht Report, Ausrufezeichen. Na gut. Schauen wir mal. Yami. Aha. Oh, wir sind in einem dieser Shelter, oder? Oh, ist das vielleicht unsere Vergangenheit oder sowas? Erinnerung? Hey, you. Yeah, you. Why are you crying? You hurt yourself? Hm? Oh, oh. Okay, danke dafür. Danke für diesen Jumpscare. Das ist er, oder? Ich weiß immer noch nicht, welche Haarfarbe er hat, weil irgendwie entscheidet es sich, je nachdem, ob ich Toasty spiele oder ihn. Hat irgendwie eine andere Haarfarbe. Vielleicht hat er sich auch die Haare gefärbt, keine Ahnung. 2. Mai 2001. Oh, ist eine ganze Weile vergangen. On the airplane. Wohin geht's denn? Ich meine, wir wollten ja weg von den 24 Wards, aber wohin genau? Keine Ahnung. Aber das waren auf jeden Fall ein paar Erinnerungen von damals an, von uns. Sir, excuse me, sir. Aha, what the hell? Ja, das sind wir auf jeden Fall, okay. Sir, your alarm. Alarm? The alarm has been going off. Oh my, computer. Die wir auch immer noch dabei haben, sehr schön. Natürlich. Oh, ein paar neue Mails. Aber ohne Datum. Know thyself, Sokrates, danke dafür. Non von Non. Was sind das denn für komische Mails? The bad is always watching. Sehr beruhigend. Und hier ist von Slash. Aber von Slash? You know who I am, right? Did you think I was dead? Ja, das sagte ich. I was indeed killed. But I continue to exist as a program on the internet. Ja, alter Ego quasi, huh? I'm still kind of getting used to it, though. I'm still taking time to grow and develop. So please, keep that in mind, okay? I'm just here to say hi for now. My personality isn't quite fully fleshed out yet, but I'm good at what I do. So I'm sure to come in handy somehow. See you, Slash. Interessant, okay. Danke. Weiß nicht, ob das dann noch im Nachfolger relevant wird. Und nochmal von niemandem. Sogar komplett ohne Thema. Interessant, hier einfach. Ich wollte doch anklicken. Ah, was habe ich getan nur? Gut, okay. What the hell kind of curse is this supposed to be? Was sind diese ganzen scheiß Mails, die ich plötzlich bekomme? Aber das tägliche Wort noch das Sinnvollste irgendwie von. Old man. Meint er jetzt old man oder old man? Oder bin ich gemeint mit old man? Weil ich alter Mann bin. Hallo? We're having a nightmare. Oh, I was just sleeping. Old man, are you crying? No. And it's Mr., not old man. Anyway, my eye was just tearing up a bit. Isn't that called crying? No, my eye's just kinda weird. Your eye's weird? Yeah, that's what I said. Ist das ein... Hat er selbst ein Silver Eye? See, it's only this one eye that's tearing up, right? Got a problem with this eye. So don't get too close. So, but I'm not very good with kids. Who are you anyway? My name is Catherine. Oh, Catherine, okay. Lady Catherine. The seat's somewhere over there, isn't it? It's okay, there aren't any other passengers. What's that curse anyway? Huh? You said it while you were having a nightmare. Hell if I know. Also hatten wir einen Albtraum davon, wie wir an unserem Laptop waren? Schlimmer Albtraum. What's up with that eye? Quit looking. I wanna see it. Look too closely and you'll get possessed. Oh come, because it's a cursed eye. What?
What kind of curse? A curse is a curse. You get cursed too if you get too close. If you're not gonna tell me, then I'll guess. Guess what? What is this? Some kind of quiz? Eyes that peer into the darkness. An eye scraped out. With a knife. So you stole that, huh? Ich hab kein Auge gestohlen. Haben wir doch ein Auge gestohlen? What the hell are you talking about? I'm kind of right, aren't I? What was I saying that while I was asleep too? No, I read your mind. Are you even real? Or are you some sort of residual amalgamation of something inside my head? Ja, das Gefühl habe ich auch so langsam irgendwie. Possibly. Maybe I just kind of materialized. It wasn't a knife. What? I used a spoon. Oh, so viel besser direkt. I see. Eyes that peer into the darkness. Mortal eyes. But then why a cursed eye? It's the curse of immortality. Really? And okay, es ist also ein silver eye anscheinend. People die. That's why people die. It's because they're programmed to die. If you aren't killed first, you'll die by the program. Being immortal doesn't mean that you've gained the superpower of immortality. It means that this fatal program has been forcefully suspended for a while. Forcefully? If that enforcement continues, weird stuff happens. It's like continually punching a car's gas pedal with the muffler all plugged up. It goes against the laws of nature. That's probably why things like you turn up. It's all part of the curse. But you did steal it, right? Yeah. From your father. Yeah. Okay, yeah. But you could also say that it sort of took me over, actually. Yeah, it shows its new host. I don't know why. There might not even be a reason. But that's a path you chose yourself, right? I guess so, yeah. But the past can be thrown out so easily. The past loops around again and again and catches up with you. The past is something to be killed, isn't it? Right? Muss nicht sein, muss nicht sein. Our flight will soon be arriving at Los Paz Airport. Please return your seats to their upright positions. Okay, dahin fliegen wir. Also, scheinbar. Wo noch immer genau das ist. We're almost there. There's a reason. Just like this airplane has a destination. What can you do? Huh. Was auch immer es mit Catherine auf sich hat. Tokyo. Replace this curse of yours, a blessing. Go back to sleep just a little longer. Gute Nacht. Schlaf noch ein bisschen, bis wir ankommen. Oder so. Aber ja, er ist auf jeden Fall erfolgreich geflüchtet wohl. Scheinbar. Keine Ahnung, ob wir jemals mal jetzt mehr über diese Catherine erfahren werden. Woher die plötzlich kommt, die anscheinend auch irgendwie mit seiner Erinnerung zusammenhängen wird oder sowas in die Richtung, ne? Vielleicht. Wahrscheinlich? Mal sehen. Ja, das war's auch schon damit. Gut, das war sein Epilog. Wissen wir zumindest, dass er überlebt hat und dass er geflüchtet ist und dass er jetzt irgendwo unterwegs ist. Placebo is over. Tatsächlich. Singularity. Das scheint aber gar nicht so vorbei ist, ne? Warte mal, kommt da noch was? Haben wir noch mal irgendwas jetzt als finalen Abschluss? Sonst bin ich auch zufrieden jetzt. Also ich beschwere mich sonst nicht, nur ich warte noch mal ganz kurz ab, bevor ich jetzt einfach den Part, ja, abmoderiere hier. Genau. Ah nein, speichern nicht, ist okay jetzt. Also hier ist nichts mehr, genau. Ist hier noch was? Ah! Case 25. Habe ich ein paar geskippt irgendwie, habe ich das Gefühl, aber okay. Machen wir weiter direkt. Whiteout Prologue. Okay. I'm always ready to die. A time, anywhere. Es wird wahrscheinlich schon irgendwie, aber ja, wenn da Prolog steht, dann ist es wahrscheinlich darauf bezogen, dass es hier schon irgendwie eine Art Prolog für
ja, Silver Case 25th Ward sein wird, weil deswegen Fall 25 und so, ne? Ergibt Sinn vielleicht, keine Ahnung. So, I became a cop. Okay, ja, ja, das wird so sein, wie auch immer das jetzt ist. I'm going to get recognized for my feats. Get decorated. Receive my special bonus. Send the money to my mother. Ich kann den Namen halt leider nicht lesen. Mother raised 3 kids on her own in a ramshackle apartment. So she's had a hard life. So I want to make things easier for her. I'll do anything for her. If it was to protect the government, the people and my mother, I'd do anything. Can I ask a question? If I die, then the government is going to take care of my family, right? That's what I was told. If I die in the line of duty, I have a family and a nice apartment with a bath and everything, right? Really? In that case, I'll do anything. I'm dying to work. Like, I literally die while working. Nein, bitte nicht. Das klingt nicht gut. Don't die in the line of... Oh. Nein, mach das nicht. Es wirkt. Versuch's zumindest nicht. Ja? Wenn es passiert, dann passiert es, aber... Wer zumindest nicht, worauf du hinarbeiten solltest. I need to kill this guy. No problem. Let me do him. Leave it to Mokutaru Shiroyabu. Mokutaru Shiroyabu. Das wird ein schwieriger Name, sich zu merken. Na, krieg ich hin. Whatever may come at me, I'll turn their ass to white dust. Get some. Wen soll ich jetzt umbringen? Kamui? Den neuen Kamui? White out. Schicke Animation. Oh ja, hier die Betting Cages wieder. 2003. Ja, okay. Ein bisschen Zeit ist vergangen wohl. Secret Meeting. Wie immer. Sind alle ganz geheim, die Meetings hier. Ach, der! Und er sitzt im Rollstuhl jetzt anscheinend. Hey, you know about this? The Sentai stuff. There's a group of 4 or 5 heroes fighting monsters and things. Yeah, your son begs for this stuff. You end up buying all those expensive toys. Must be a formidable opponent for a civil servant. I would talk about toys. Talk about the heroes. What, you've never seen one before? I don't know anything about the TV shows. There are originally 5 of them. New colors get added on later. Added colors? You know, like Angel. Angel? Like how he was sort of Buffy's sidekick. And then I went out to become a main player himself. Could you maybe fill me in on exactly how this hero stuff works as a social construct? Ja, bitte erklär mir das. Ich habe auch keine Ahnung, von wovon du redest. Hell if I know. I mean, it's probably a vertically structured deal, I guess. Das hilft mir nicht weiter, es so zu erklären. So I do they need to increase the number of members. These heroes all fight and set, boring ways. So get these crafty strategists, figuring out ways to defeat them. Then, as the bad guys get tougher and smarter. And that's when the sidekick pops up. Yeah. Then they have a new hero and more new toys for you to buy. Aha, darum geht's, ja klar. Da gibt's Sinn. And that's where kids' Christmas money goes. That's a pretty solid setup. You just can't win against the toys. Actually, was this really just about toys? Here's the question. If those Sentai heroes were Kamui's Trump, what would they be? It's getting into dangerous toy territory. Ja, auf jeden Fall. Joker. A Joker? I'll leave it up to you. Can't even use my gun with this body. It suits you, even with the wheelchair. Look good no matter what you wear. You're making fun of me? Not at all, it really suits you. I'm not just saying that, I mean it. You're like an ED-209. What the hell is that? You know, the Verhoeven fi- Oh yeah, you like the strawberry one, right? That would be ice cream. Never mind. Anyway, I'm off to take out this Joker now. Ich verstehe gar nicht, warum es diese Konversation gerade geht. Telltale, so I said hi. What's he been doing? You can't get hold of him. Nobody knows where he went. Might be. The old man is not dead. Don't even waste your time worrying about that. Nein, ist er nicht. Glaube ich auch nicht. Hoffe ich nicht. Also der wird anscheinend nochmal auftauchen in 25th Ward. Auf jeden Fall. Hoffe ich jedenfalls. Und die beiden Charaktere auch. Was schon mal gut ist. Also das ist schon mal nett, hier nochmal so ein bisschen so ein Prolog zu bekommen. Einfach damit ich ein bisschen weiß, wer da noch, überhaupt noch vorkommt dann. Auch wenn das hier noch in der 24. Ward natürlich ist.
Ach, vielleicht geht es darum, dass er jetzt schon der 25. Mod ist. Und sie deswegen jetzt nicht wissen, wo er ist. Oder so. Keine Ahnung. How many years has it been? 4 years. Huh. Time really goes by. All things working out of Sakura. I'd kind of rather not. Oh, so you guys broke up? Seriously, I'd rather not. That broad, actually that's kinda rude. That woman is a difficult one. There's a problem taking a full month to reply to mails. You're super organized and kind of a neat freak. I bet she makes no sense to you, huh? Now change the subject. Here's my advice. Born her once, and she'll turn into your little kitten. Okay? That's the kind of girl she is. Is that so? Is that so? You boned her, right? Leave it at that. Oh, shoot, you okay? Ja, ist vielleicht besser, so mach das einfach mal. This is a messed up bloody place. I'll let my mouth go a bit too far. Anyway, you go off on your hunt. Where did this intel come from? Don't ask senseless questions. I'll give you a hint. The Three of Spades. Huh? I'm no good with riddles, ever since I was a kid. Ne, okay, ich wollte gerade, ich habe noch mal gerade auf meine, in meine Notizen geguckt, wo ich dieses, diese komischen Säulen mir aufgemalt hatte. Und wo dann die vier Karten aufgetaucht sind immer wieder, wenn ihr euch noch erinnert, im letzten Kapitel, im letzten Fall. Da war das Spade aber eine 7, also von daher, ja, kann das nichts damit zu tun haben. A kid, huh? When you were a kid? Can't even imagine it. I was a little angel, according to my mother. Huh. See you later, I'll contact you again. Munakata? Did you gain weight? I've lost about 20 kilos. That's why you lost Sakura. I'm seriously gonna kill that guy. Ja, mach das mal vielleicht. Ja, das waren, oder falls noch was kommt, keine Ahnung. Oh ja, es kommt noch irgendwas. Aber trotzdem, ein sehr, sehr schöner Ausblick auf jeden Fall. Auf das, was dann noch kommt in Zukunft. You've received more intel. There's one more Trump member. One more. Ah ja, sie. You mean someone left over? Left over? No, I think it may be something new. What do you mean? Either way, we don't have that detailed info yet. All you know is that it's someone behind the scenes. A joker. Do you know about this? No, just a hunch. The only playing cards connected to the world of the underside of the G-cards are the Joker and the Ace. It's common knowledge. You're as clever as always. But I don't want you to move just yet. I'll take care of things. Is that a warning? Or just advice? It's supposed to be kindness. What I'm trying to say is, I want you to overexerting yourself. The creepy kindness makes me want to kill you. I'll do my own thing. Don't get in my way, okay? You're out of my control. Sorry. Why are you apologizing? Shit. Gut, aber dachte ich mir schon, dass fast das sie noch relevanter werden würde jetzt, weil sie kam hier echt erst kurz vor Ende dazu im letzten Kapitel, ne? Von daher. Ja, ergibt schon Sinn, dass sie jetzt noch weiter vorkommen wird. Und wer ist das da rechts? With the appearance of the Joker, the world once again becomes a labyrinth steeped in fog. Hey Toasty, ah, das bin ich. Okay, ich war mir nicht sicher. Pick out the Joker before Michiru and Co. A new kind of monsters on the move. Das heißt, ich werde immer noch als spielbarer Charakter dann vorkommen. Okay, gut, will ich hoffen. Ich kann mich immer noch Toasty nennen. Sehr schön. Und? Wo sind wir jetzt gelandet? Ist das bei unserer Wohnung? Nee, die Lung of Joker. Ach, wo sind wir hier gerade mal? Oh, ich kann noch laufen hier. Wow, das hätte ich jetzt nicht erwartet noch, aber. Ja, wo sind wir denn hier? Das sieht ein bisschen aus wie dieser Velvet Room, in dem wir schon mal gelandet sind irgendwann. Ich weiß gar nicht mehr, wo das war. Oh nein, wir sind hier! Oh nein, wir sind hier! Ich will nicht hier sein! Das ist der eine Ort, zu dem ich niemals zurück wollte. Warum können wir denn nicht schneller laufen? Ich verstehe es wirklich nicht. Ah, immer ein Text. Toasty, do you read me? Ja. The place holds special meaning to you. And I know you must have complicated feelings. But those feelings don't matter right now. Secure the Joker before anyone else. Process him. If the situation requires it. This bloody place.
never want to come anywhere near here again. Ich auch nicht, aber nicht aus denselben Gründen wie du, sondern nur wegen des Laufens. I even want to think about it. But there are those who are drawn here and gather at this place. The kind of people who crave the smell of blood. They gather here, seeking Kamui. I know the old man is gonna come too. It's just a hunch, but still. I don't know why. But somehow I just know. Tetsugoro Kusabi is another bloodthirsty one. He's the kind of guy who can't live unless it's on the brink of death. Toasty, find him. Finish things one more time. Fight the past. Be killed by the past. Nein, ich will nicht getötet werden von der Past. Oh, kill the past. Ja, kill the past. It's up to you. Also, ja. Wenn ich eins von beiden wählen muss, dann nehme ich letzteres. Auf jeden Fall, natürlich. Ach, vielleicht ist das hier gerade der Weg zur, War 25. Quasi. Keine Ahnung. Gott, ist das ein langsamer Weg. Warum gehen wir so langsam? Ich hoffe, ich zum Schweren, alles gut. So. Es hört nicht auf. Doch, es hört auf. Okay, gut. The Joker, I found him. Hä? Was ist denn jetzt? Who's that? Warte mal, denke ich, ist der Joker, aber ich bin nicht der Joker. Glaube ich? Bin ich doch der Joker? Oh, bin ich der Joker? Toasty, what's going on? Toasty! Didn't they teach you that you'd get in trouble for doing naughty things? Don't move. I'm bringing the hammer of justice down upon you. Get both hands up in the air. Lay down on the ground. Don't resist. Are you listening? Hey, are you listening to me? Respond or I'll shoot. I'm seriously gonna shoot. For real, just die. Bin ich jetzt doch tot? Komme ich doch nicht mehr im nächsten Teil vor? Ist das jetzt mein Ende gewesen? Wirklich? Fuck! Das gefällt mir nicht. Okay, Whiteout Prologue haben wir jedenfalls jetzt abgeschlossen. I guess. Whiteout is coming soon? Ja, aber erst im nächsten Teil, oder? Dead Souls. Behaupte ich jetzt jedenfalls? Oder kommt jetzt auch immer noch was? Ich bin sehr verwirrt. Das war sehr interessant. Eine sehr, sehr große Sammlung von vielen kleinen Kapitelschnipseln irgendwie. Aber auch mal was Schönes, auch mal was Schönes. So, nö, das war's. Das war's, das dachte ich mir aber fast. Dann geht es mit Whiteout, mit dem eigentlichen Whiteout wohl erst in, ja, 25th Ward weiter. Und das war Silver Case. Ein fucking weirdes Spiel, aber das habe ich schon gesagt, glaube ich. Ich glaube, ich habe alles gesagt, was ich dazu denke. Erstmal. Hauptsächlich. Ich weiß, das Projekt hat niemand gesehen. Holy shit, das Projekt hat niemand gesehen. Das ist das Projekt, was ich aller Zeiten, was ich gemacht habe, was die wenigsten Leute geguckt haben. Aber es ist, wie es ist. Ich werde trotzdem die restlichen, den Rest von den ganzen Suda-Spielen spielen, einfach weil es mich wirklich interessiert selbst und ich das so gerne vor No More Heroes 3 halt alles gerne auf meinem Kanal einfach haben will. Das ist es hauptsächlich. Ich will das gerne gesammelt haben. Macht auch noch eine große Playlist für alle Spiele zusammen. Und habe das einfach schön strukturiert auf meinem Kanal. Das gefällt mir dahinter. Da fühle ich mich gut. Ich fühle mich einfach gut, das hier als Tagebuch quasi aufzuzeichnen. Gerade auch, weil das so eine weirde Erfahrung ist und ich die gerne irgendwie aufbewahren will. Wie ich das erste Mal erlebe. Alles. What the fuck war das? Ja, wie gesagt, wir sehen uns dann bald wieder. In einer kleinen Pause, weil ich Nier dazwischen spiele. Nier Replicant Remake. Danach fange ich dann an mit Killer 7. Wo ich schon sehr gespannt drauf bin. Ich glaube, das ist noch so, dass bekanntestes Spiel von den ganzen, abseits von No More Heroes natürlich. Keine Ahnung, was auf mich zukommt. Ich hoffe, ihr werdet mich weiter begleiten. Die paar Leute, die es gesehen haben, dieses Let's Play, vielen Dank fürs Gucken. Vielen, vielen Dank fürs Gucken. Lasst gerne einen Kommentar da mit eurer Meinung zum Spiel. Würde mich sehr interessieren. Und dann bis zu irgendwas anderem. Vielleicht Killer 7. Ciao.